In diesem Video. Bowser, du schlägst diese Statue in die Einzelteile. What the fuck? Ja, man sollte auch treffen können an der Stelle. Hä? Gut. Ich möchte nicht sagen. Ich drücke immer A. Weil ich an Bowsers Steuerung gewöhnt bin, ne? Verkacke ich's jetzt hochkant hier unten. Sei und trotzdem kriegt er die Insel noch nicht schon. Vielleicht sollten wir ihn jetzt mal endlich helfen, oder Leute? Und damit herzlich willkommen wieder zurück zu Mario und Luigi Abenteuer Bowser. Zusammen mit Mario und Luigi befinden wir uns jetzt noch in Bowser und sollen jetzt dieses Seil hier oben ziehen, damit er eine komplette Insel an den Strand ziehen kann. Einfach nur, what the hell? Junge, das ist eine Insel. Das hier sind Bowsers Armmuskeln. Da tut sich etwas. Er trägt wohl etwas oder versucht etwas Schweres zu bewegen. Das sieht aus wie ein Schalter. Vielleicht können wir es mit B aktivieren. Luigi hat einen guten Einfall. Mario, pass auf! Yo! Irgendwie fühle ich mich stärker. Vielleicht funktioniert das. Was ist los? Irgendwas tut sich da. Ja, warte. Das muss ich doch erstmal verarbeiten. Ja, moin, was für Muskeln. Wenn Bowsers Muskeln gereizt werden, werden sie größer. Schlag noch mal ein paar von diesen Bällen da, ja? Ach so. Gut. Hat ja schon wieder Premium gefunktioniert. Bruder! Das ist gar nicht so einfach, Junge! Reaktionsspiel hier. Was zum Teufel? Jetzt zieh endlich diese verdammte Insel. Oh. Oh, ich glaube, das war zu viel Kraft, oder? Hilfe? Oh, Bowser, hast du super gemacht. Die Insel hat sich auf jeden Fall bewegt. Aha, wenn wir Bowsers Muskeln so wie eben reizen, dann verleihen wir ihm die eine nie gekannte Kraft. Das habe ich eben gesehen und das sieht ja schon beeindruckend aus. Er zittert vor meiner Kraft. Ja, ohne uns hättest du ja nicht Cheat ziehen können, mein Freund. Ich will nur sagen, wir haben die wahren Muskeln. Die Landschaft scheint auf dem Kopf zu stehen. Dennoch meinem tief gebundenen Dank für eure Hilfe. So, und jetzt her mit dem geheimnisvollen Block. Aber natürlich, ich stehe mit meinem Wort. Immer drauf ist Verlass. Bitte sehr. Vakuumblock erhalten. Geil, und was können wir damit machen? Wären wir denn, eine Höhle von uns selbst? Oder leichter? Für mich sieht das irgendwie wie ein stinknormaler Block aus. Du hast mich reingelegt. Ich muss doch bitten. Aber also wirklich, das ist kein gewöhnlicher Block. Sie müssen nur etwas genauer hinsehen. Wenn Sie den Vakuumblock anstoßen, können Sie alles von hier aus einsaugen. What? Sie könnten etwa Ihre Gegner im Kampf einfach verschlucken. Gegner einsaugen im Kampf? Es ist ganz einfach. Lassen Sie uns es in einem kleinen Übungskampf veranstalten. Aber ich möchte nicht gegen Sie kämpfen. Okay, ich hab nichts gesagt. Wohlan, sehen wir doch mal, wie Sie mit Ihrem neuen Block umgehen können. Wir kämpfen einfach gegen Blockart. Blockbert, meine ich. Nun denn, lassen Sie uns beginnen. Ich nehme an, eine kleine Lektion über den Vakuumblock wäre geeignet. Ja. Oh nein. Gut, ich hätte lesen sollen, ne? ich wäre geneigt dazu, da hätte ich sagen sollen nein, anstatt ja.
Gut, dann machen wir jetzt YOLO-mäßig. Wenn ich schaffen sollte, easy. Oha! Welch Überraschung. Der werte Herr trägt andere werte Herren in sich. Wie ist das werte Befinden? Ich bin untröstlich, aber ich gebe gerade Unterricht und kann daher nicht verweilen. Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie mich ungestört ziehen lassen würden. What the hell? Und stopp, das genügt. Sie lieben den Vakuumblock und der Vakuumblock liebt Sie. Damit ist meine Lektion zu Ende. Man muss einfach nur X spammen, Leute. Also wenn es um Spam geht, ne, kann mir keiner das Lied Wasser reichen. Außer Taffy. Nun, wie hat Ihnen der Vakuumblock gefallen? Die Farbe, der Glanz. Zu schön für diese Welt. Welcher Banause will das Gegenteil behaupten? Dieser Block wird der Grundstein für Ihre eigene Sammlung sein. Jetzt muss ich leider aber weiter. Leben Sie wohl. Aber schön, dass wir jetzt eine komplette Insel hier hergezogen haben. Bowser, ich würde sagen, ne? Mein Freund, dafür kann man ein Like da lassen, dass man diesen ganzen kompletten Inselkram hier rübergezogen hat. Da hat Bowser richtig gute Kraft gezeigt. Jetzt gucken wir uns das mal rechts so lang. Links natürlich. Ich kann wieder immer gut gucken. Ah, hier sind noch mal ein paar Zahngegner. Hey, komm her. Oh, ich liebe es. Wie Bowser mal sagt, Showtime. Oh, und wir haben wieder die Lutschgummas am Start. Wir probieren mal tatsächlich den Vakuumblock aus. Oh, wenn die keine Lutscher haben, dann fliehen die. Oh, wie süß. Den Tipps wurde etwas hinzugefügt. Okay. Was wurde denn da hinzugefügt? Jetzt gucken wir mal selbst danach. Oh Gott, es gibt so viel. Schlagverteidigung, extra Tipps. Ernst, Ellie, wer braucht das? Aber krass, gut zu wissen. Wir können die Gegner einsaugen und dadurch Stats erweitern. Oder wir können Mario und Luigi dadurch kämpfen lassen. Aber wie sich entscheidet, weiß ich tatsächlich nur ja nicht. Oder kann ich zumindest noch nicht wirklich identifizieren. Weil eigentlich wollte ich jetzt mal gucken, ob die Bänen jetzt, die Bänenbrüder kämpfen können. Gegen den Pocky. Aber das ist nicht der Fall. Und gibt es eigentlich Erstangriff, wenn wir treffen? Jo, gibt es. Das ist geil. Was ist, wenn wir jetzt den Vakuumblock einsetzen, wenn die unten sind? Das bringt gar nichts. Gut. Oder ich war zu schlecht. Eins von Bänen. Ich wollte halt ausprobieren, ja. Man muss mal ein bisschen neue Sachen natürlich lernen und ausprobieren. Also Vakuumblock an der Stelle leider nicht sinnvoll. Dann müssen wir die doch mit Bowser verprügeln. Obwohl ich, wie gesagt, gerne aufpassen möchte, dass alle gleich gelevelt sind. Alle Chars. Aber eins frage ich mich. Können wir später im Spiel mit Bowser, Mario und Luigi kämpfen? Das würde mich interessieren. Oder ist es eher weniger der Fall? Wer weiß. Wir werden es, denke ich mal, irgendwann herausfinden. Und manche Angriffe sind echt so gemein von diesen Pockys, ne? Wie freundlich von denen, dass die auch mal hierher kommen. Aber eins muss man lassen. Innovation ist in diesem Spiel echt groß. Ah, jetzt zum Beispiel können wir den Vakuumblock benutzen. Ah! Okay, er wird jedes Mal auch angezeigt, wenn man ihn nutzen könnte, oder nicht? Verstehe. Das Doofe ist jetzt natürlich dadurch, weil wir jetzt die Lutscher von den Goombas letztens geklaut haben, sind sie natürlich geflüchtet. Und ich wollte eigentlich die EP von denen haben. Gut. Schwierig an der Stelle. Weil besiegt haben wir die ja nicht. Die sind ja nur geflüchtet. Und wir kriegen ein neues Level Up für Bowser. Damit ab geht's auf die 3. Ach du meine Güte, ich muss X drücken. So, und was machen wir denn da? BP, Angriff, kann man nur 3 machen. Ich bin gerade am überlegen, ob wir vielleicht
die KP ein bisschen erhöhen. Muss tatsächlich überlegen. Ich wollte eigentlich auch Hörner vielleicht erhöhen, aber Hörner machen jetzt noch nicht so viel Sinn. Glaube ich, weil kritische Chancen oder Angriffschancen kommen ja später, glaube ich, erst. Oder werden später eher relevanter. Jetzt am Anfang wäre natürlich gut, wenn wir mehr aushalten und mehr austeilen können. So, jetzt habe ich aber auch noch eine Frage. Wir haben hier BP bei Bowser. Das bedeutet, wir werden wohl oder übel später Boss-Attacken bekommen. Oder Bowser-Attacken. Eigentlich sind es ja dann Bowser-Attacken. Wenn es das natürlich gibt, freue ich mich schon übelst drauf, weil wieder Sachen sind, die man neu lernen kann. Nicht nur wie der Panzer, die wir bei Mario und Luigi haben. Ich glaube, wahrscheinlich kriegen wir auch noch die Feuerblume. Aber bei Bowser muss das ja was anderes sein. Und wir machen schon genug Schaden, um die zu one-shotten. Nice. Lohnt sich jetzt auf jeden Fall, die Gegner mitzunehmen. Und das war diese kleine Anstalt hier drüben. Hier werden wir wahrscheinlich später mit Mario und Luigi eher lang gehen. Wenn ich schon alleine diese Riesengebirge sehe, weiß ich schon Bescheid. Ah, die ganzen Moves wieder erlernen, das wird was. Oh, und ganz viele Pokis! Oh mein Gott! Tut mir leid, Leute, ne? Wenn ich was mitnehme, dann sind's Kämpfe. Hundertprozentig. Und ich muss jetzt schon sagen, ne, das Spiel ist noch nicht mal super lang, was wir jetzt gerade gespielt haben oder bis wir hier sind. Und alleine schon die Grafik und alles drum und dran ist mega geil. Ich liebe die Farbkombination und allgemein die Kampfmechanik mit Bowser ist super geil. Aber es fehlt halt noch ein bisschen was. Ich finde, da kommt wahrscheinlich erst noch einen späteren Verlauf. Wie gesagt, die Bowser-Attacken hinzu. Würde ich jetzt mal schätzen, sonst haben wir nicht BP. Und das sage ich euch, das kann witzig werden. So, was ist hier hinten? Hier hinten geht es gar nicht weiter. Ach, stimmt, das sind die Bäume, die wir, oh Gott, die wir verbrennen können. Ist da was? Ich nehme die jetzt alle trotzdem mit. 3 Pokés, Junge! Aber an Gegnern haben sie echt nicht gespart, muss ich an der Stelle sagen. Auch wenn ich sagen muss, die Karies-Pokis sind eins der nervigeren Gegnersorte. Weil du musst die erst runterhauen von ihm hohen Ross und dann kannst du die erst kaputt machen. Das ist natürlich auf beiden Seiten echt problematisch, weil erstens brauchst du 2 Schläge und zweitens musst du aufpassen, dass die nicht wieder respawnen, die ganzen Körperteile von dem. Weil wenn die respawnen, musst du halt wieder gucken, dass du den mit auskonterst, damit er unten am Boden liegen bleibt. Kann an der einen oder anderen Stelle stressig werden. Aber für euch wird eher weniger ein Problem. Erstmal nehmen wir wieder ein Level ab. Alter, das Level 4 schon. Ich glaube, ich spinne. Erfahrungspunkte technisch ist ja lohnenswert hier. Auch wieder 4 KP an der Stelle. Oh, 4 Angriff. Nimm mal natürlich gerne mit. Ich lieb's. Und die anderen Bean-Pockys, wisst ihr was? Die nehme ich jetzt instant mit. Oh, warte mal. Hier sind nur Lutscher-Gumbas. Die möchte ich natürlich auch mal zeigen. Die Mampf-Gumbas. Ich weiß gar nicht, ob wir die schon mal gesehen haben. Oh! 63 Damage! Autsch! Oioioioioi, Junge, bist du schwerwiegend hier. Was mir aber ganz schön eben mit ihm. Du mit deinem Riesenlutscher. Aber vielleicht solltest du nicht so viele Süßigkeiten essen, mein Freund. Das ist nämlich nicht gesund für dich! Sagt Bowser, weißt du, der den ganzen Tag nur Fleisch frisst. Lull. Oh, nice, Leute. Level up für Bowser. Da ist er schon auf Level 5. Ja, moin. Und knapp 100 KP könnten wir verwirklichen tatsächlich. Aber wir gucken erstmal. Angriff sollten wir nicht mehr machen. Was nimmt man da? Verteidigung ist eigentlich auch nicht schlecht.
Dann haben wir mal ein bisschen Verteidigung mehr auf Bowser. Kann er immer Jutti brauchen. Gut, Zahngegner alle besiegt hier auf dieser Ebene. Also wie gesagt, Zahngegner sind eins der schon interessanteren Art und Weise. Oder Gegner. Vor allem Level 5 mit Bowser. Wenn ich mir überlege, wir haben viel mehr mit Bowser gespielt als mit Mario und Luigi bisher. Denk immer daran, deine KP und BP werden wieder aufgefüllt. Achso, wieder aufzufüllen? Oder wird man hier aufgefüllt? Das ist jetzt nicht eine gute Frage. Man sollte auch zu Ende lesen, ne? Aber ein schöner Strand. Man muss sagen, auch wenn wir keinen Plan haben gefühlt, wo wir sind, ein schöner Strand ist es. Nanu? Sieht aus wie ein Wegweiser. Was ist denn das? Eine komische Statue. Können wir jetzt auch zu Bowsers gehören, oder was? Ihn anschalten. Sie blickt aufs Meer. Das ist das Heldendenkmal. Heldendenkmal? Wofür ist das denn? Ein Denkmal für den Helden des Meeres. Ein Held, sagst du? Das heißt dann wohl, dass dieses Denkmal für mich ist. Sicher? Moment mal, es sieht mir ja nicht ähnlich. Bowser macht doch keine Statue kaputt. Aber, bitte nicht durchdrehen. Pah. Ich sehe viel besser aus. Was ist denn jetzt? Das Denkmal bewegt sich. Oh oh. Wie, es bewegt sich, das kann nicht sein. Sicher? What the hell? Hey, was ist denn mit dieser Statue los? Die flippt ja völlig aus. Ah, nicht du schon wieder. Ich war es, der diese Statue flippig gemacht hat. Diese Stimme kenne ich doch irgendwoher. Ich verlache deinen Plan, der mich zum Lachen bringt. Du willst zu deiner Festung? Das erlaube ich nicht. Ha! Mit mir legst du dich besser gar nicht erst an. Mach es dir einfach und bring mich zu meiner Festung. Du hast Ungeduld. Halte inne, genieße die Croutons der Salatbar des Lebens. Ich sage nein zu deiner Eile. Spiele lieber mit etwas mit der Krankfriedristenstatue. Ah, ja, natürlich. Ich fürchte, wir sollten uns um diese Statue kümmern. Ich bin sowieso gerade in Stimmung für ein Kämpfchen. Dir gebe ich Saures. Aber bin ich ja mal zufrieden und hoffe mal, Bowser, du schlägst diese Statue in die Einzelteile. What the fuck? Ja, man sollte auch treffen können an der Stelle. Und wir könnten den Vakuumblot wieder versenden. Komm, let's go. Oh, in Bosskämpfen können wir zum Beispiel das nutzen. Geil. Let's go, Mario. Okay, lass mal überlegen. Der fliegt. Das heißt, wir könnten wahrscheinlich nicht mit einem mit einem Dings arbeiten. Hier, wie sagt man dazu? Mit einer Paarattacke. Weil die ja ihn nicht treffen könnte, oder? Oder vielleicht doch? Ich bin mir tatsächlich da an der Stelle nicht sicher, ne? Können wir eine Paarattacke nutzen? Hä? Gut. Ich möchte nicht sagen. Ich drücke immer A. Weil ich an Bowsers Steuerung gewöhnt bin, ne? Verkacke ich's jetzt hochkant hier unten. Wir müssen mehr mit Mario und Luigi kämpfen. Ich verkack's gerade hochkant. Let's go, Mario. Komm nochmal. Und jetzt habe ich's zu früh gedrückt, dein Ernst. What the fuck? Au! Kannst du mal aufhören, Bowser zu Peter trieren, wollte ich gerade sagen. Ich glaube, meine Reaktionszeit bei Luigi ist einfach schlecht. Ach, das wäre Mario.
Blupa? Wie oft möchte ich das verkacken? Ich ja. So, let's go. Und jetzt dritter Versuch. Der muss aber hinhauen. Was macht... Das gibt's nicht. Immerhin, ich wollte das Item zücken, aber an der Stelle habe ich wieder einmal komplett versagt. Man dürft sich nicht zu lange auf diese... Upsala, ja gut. Das ist ein Problem. Dann müssen wir halt beim normalen Angriff bleiben. Das ist alles belastend. Oh, und jetzt schon wieder... Aua, aua, aua. Bowser, du darfst mich nicht umkippen, weißt du, ne? Es war so klar und ich habe schon vorher B gedrückt. Wisst ihr was? Ich mache einfach beides. Jetzt endlich mal. Mein Gott. So, und jetzt müssen wir eigentlich das Heldendenkmal richtig ein mitdönnern können. 69. Es ist halt Bowser, ne? Leute, wir machen uns nichts vor, aber Bowser, der hat halt mehr drauf. Der haut halt... Junge, dreimal mit 69 Damage. Das Ding ist doch kaputt. Wollte ich gerade sagen, der hat über 200... Also, der hat über 200 Damage gefressen. Gut, wir wissen Bescheid. 150 EP einfach mal für Bowser. Wir müssen mehr mit Mario und Luigi üben. So blöd das klingt. Hat er etwa geglaubt, mich mit so einem Spielzeug aufhalten zu können? Ja, sei glücklich, dass du nicht umgekippt bist. Ach, natürlich wachsen Bäume aus dem Boden in 5 Sekunden. Das möchte ich gerne im Real Life haben. Nanu. Oh, schon wieder. Oh ne, er wässert gerade. Das ist nicht gut. Was ist das? Wasser? Ich hätte eh gerade ein bisschen Durst. Du kannst doch nicht Wasser trinken! Gut, er trinkt halt einfach fucking Wasser. Schaut mal, diese Kammer ist da. Da hat sich etwas geändert. Lasst uns mal nachsehen. Aber Leute, was sich in dieser Kammer befindet, werden wir wohl... Oh, und tolle Neuigkeiten. Hämoglobinsaft gibt es jetzt gerade im Sonderangebot. Schau unbedingt mal im Toadmark vorbei. Leute, dennoch, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da, um nichts zu verpassen. Abonniert den Kanal. Und um mehr Fail zu sehen, ihr wisst, was ihr tun müsst. Ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Abend. Bis denne und ciao.